Also, im Punkt 4 arbeiten wir jetzt weiter mit dem, was wir in Punkt 2 aufgeschrieben haben. Also in Punkt 2 haben wir uns um die Probleme der Zielgruppe gekümmert. Und wir hatten ja eben bei drittens, basierend auf dem, was man erstens am Anfang an Menschen quasi ausgesucht haben, die uns am Herzen liegen, die wir lieb gewonnen haben, geschaut, welche Charaktereigenschaften und haben die Charaktereigenschaften verjüngt und kombiniert. Und jetzt arbeiten wir weiter mit den Problemen dieser Menschen und jetzt versuchen wir mal zu finden, was für ein gemeinsames Problem könnten die haben. Also wo ist ein gemeinsamer Anfangsansatzpunkt, um denen alle einen Nutzen bieten zu können. Also im Prinzip soll hieraus jetzt die Aufgabe entwickelt werden, die man mit seinem Unternehmen oder mit seinem Produkt oder mit seiner Lösung in irgendeiner Art und Weise befriedigt. Ja, also 10 Minuten auch dafür, die Kombinatorik aus den Punkten, die ihr unter zweitens aufgeschrieben habt.